Mods, erinnert mich bitte gleich mal dran, dass ich das Game auf Fullscreen setze. Ich werde gleich, mit das Ganze wird jetzt gleich wahrscheinlich ein bisschen interessant sein für mich, die Runde, aber egal. Wir sind doch alle sehr nervös, so wie die spielen, Mann. Sehr defensiv. Keiner will jemandem was geben. Tschüss. Well done. Einer Hitcount nur, wild. Tschüss. Fullscreen, dankeschön. Und mal, es tut mir leid. Im gleichen Moment möchte ich mich auch direkt entschuldigen bei Mal. So. Okay. So. Wie läuft's? Erste Runde gestorben. Erste Runde gestorben. Ich werde gemobbt. Warum? Du wirst gemobbt? Wieso? Weshalb? Warum?
sagen, ich soll einfach schneller sein. Ja, warum bist du nicht einfach schneller? Warum machst du nicht einfach? Ich sollte echt anfangen zu lesen, warum es in den Wetten geht und nicht pauschal auf das Wetten, wo weniger bieten. Ja, das könnte unangenehm sein. Geht los oder was? Ja, ist halt leider Gottes die Downtime, die halt zwischen jeder Runde ist hier, ne? Das heißt also ab sofort in den nächsten paar Runden einfach immer mit als Letzter überleben und dann haben wir die Downtime nicht. Dann passt das. Hat sich das Cheater-Problem eigentlich schon verändert? Welches Cheater-Problem? Also generell dieses... Ich denke mal, du beziehst dich wahrscheinlich auf dieses Video, was damals gemacht wurde, ne? Keine Ahnung, also. Ich habe einen Cheater am Tag. Go next. Ne? Wie lange geht eine Runde maximal? Ich meine 10 Minuten oder so. Ich weiß es nicht. Und wir moin sind's. Oder 5 Minuten vor Rundenende, ja. Okay, check. Am 4,49 können keine, 4,59 können keine Punkte mehr gemacht werden. Okay, check. Darf man eigentlich Squeeze-Stream offen haben, wenn man tot ist? Denke ja oder ich weiß es nicht. Ich glaube, Pixelfee hat Tarkov kaputt gemacht, Mann. Ja. Das war weird. Prediction läuft noch 2 Minuten. Also direkt zum Start für die nächste Runde, oder was? Der Shani, glaube ich. Danke für den Follow, Mann. Willkommen. So, die nächste Runde wird wild, Chat, Mann. Die nächste Runde wird wild. Ich sag's euch. Ich hab Bock. Viel Glück, ich danke dir. Dankeschön. Kann mir jemand sagen, wo ich am besten auf Shoreline Scaps farmen kann, außer maybe Resort? Hab eine Weekly für 50 von denen. Die generell Richtung Path to Lighthouse, dann der Truck, Pier, der blaue Fence, Blue Fence Richtung Construction da unten.
Da gibt es so einige Spots, die relevant sind. So, sei da Moinsens. Viel Glück, ich danke dir, Kreiten, Mann. Ich gehe mal kurz raus, krieg eben kurz einen Schreikrampf, dann komme ich wieder rein und dann ist das nie passiert, okay? Alright. Ladies and Gents, beim nächsten Mal geben wir halt 4 Headshots anstatt 3. Beim nächsten Mal geben wir halt einfach 4 Headshots anstatt 3, ist okay. Ach, fuck auf, Bruder. Wild. Also das ist halt schon frech. Das ist schon anders frech, Bruder. So, wo ist Skui? Da ist Skui. Zack. Drei Magazine, 10er Magazine sind Standard. Das ist wirklich ziemlich schwierig. Hey, hallo, ich denke, wir sind friendly. Was soll das? Was für friendly? Zeig mir deinen Birne jetzt! Versucht Generics hier rauszubaiten. Ist das eigentlich richtig, dass Tarkov irgendwann mal Server vermietet? Und wir wechseln noch zu Generics. Ah, just jetzt erst ein Meldunin-Stim. Geht da hinterher. Geht da noch nicht? Was soll das denn, ey? Oh, wie nah war er auf einmal dran? Ey, und jetzt hier Close Combat Fight. Generics aber Hipfire on point hier. Der zweite Kill. Dafür beide Arme verloren. Und da kommt schon BVB-Power. Ich würde mir gleich mal den Clip angucken, Alter. Den Clip würde ich mir gleich gerne mal angucken, Mann. Das ist der Sound bei Generics. BVB Power springt weg. Wer wird hier das Duell für sich behaupten? BVB Power, Arm, Black, Heavy Bleed. Generics in einer guten Position. Kassiert jetzt hier mächtig Schaden. Nimmt die Schaufel raus. Hat kein Propital drin. Oder nee, hat keine Ausdauer mehr. Und versucht einfach auf gut Glück zu tanken. Und jetzt mit der Schaufel auf BVB Power. Und dann geht er down. Weggeschaufelt. Hat sich auch einfach mal hier den Schüssen gestellt, getankt und Feierabend mit der Schaufel in die Fresse. Hau! Die gänge nicht so rein. Kill ja. Nummer 3. Wo ist Pixelfee? Wild. Wild. Da kommt sie. Wenn sie jetzt den Kill an Generics hier schafft, kriegt sie 2 Bonuspunkte. Dafür, dass sie jetzt quasi gar keinen gekillt hat, wäre das natürlich huge, weil sie dann mit 3 Punkten rausgeht und das ist nicht wenig. Ja, und das die Moin sind ein wunderschön. Alle mit SA, yes, wir haben alle genau das gleiche Loadout. In letzter 1:1 das gleiche. Fast noch hinzugefügt, weil wir gedacht haben, yo, könnte ja vielleicht doch was bringen. Gute Frage, das ist, aber ich würde spontan sagen, nein, doch. Es wird alles registriert. Hat noch den Green Stim. Abpraller ist ein Hitcount, ja. Es muss ja von irgendwo abprallen, Maschine. Ne? Jetzt natürlich viel Zeit, seine Armor. Genau, Armor, genau, Abpraller macht ebenfalls auch Armor Damage, richtig, ja. Definitiv. Deswegen, es muss gezählt werden vom Server. Wenn der Server ja nicht. Der Server hat einfach meine Shots nicht registriert.
weiß nicht so richtig, wo lang. Kriegt halt auch keinen Call, dass sie die letzte... Bin ich in der ersten Runde geblendet? Yes. Yes, yes, yes. Logischerweise. Leute, tut mir leid. Ich will mir das jetzt hier nochmal angucken, Mann. Ich will mir diese neue Kills hier angucken. Also neue Hits angucken. Hitrack hat Urlaub. Ich finde den Clipnamen schon gut. Eins. Maybe zwei durch das Lenkrad. Null Hits. Also es ist schon wild, dass ich da null Hits gemacht habe in der Runde. Wild. Was? Das ist schon crazy, Mann. Generics bewegt sich nicht. Kleiner Lauschangriff. Keine Information. Ich hab gepanickt, ich wollte dich messern. Generics draußen. Einmal durch den Glasgang rumgelaufen. Ich bin ehrlich, ich wollte dich messern, Splinty. Wir sind beide verbrannt, Digga. Nein, 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 sind sie nicht! Nein, sind sie nicht! Nein! Regeln nicht gelesen. Regeln nicht gelesen. Regeln nicht gelesen, beide disqualifiziert, alles klar. Was geht da vor sich? Keine Ahnung. Wäre doch bis 4,59, oder nicht? Bis 4,59 hatten sie doch, oder nicht? Was, wie viel Uhr waren da? Also was wurden angezeigt? Ich konnte das nicht sehen, weil Squeeze Kamera da oben ist. Bild? Die. Standard Raid Time 5 Minuten, oder? Yes. Ich meine ja. Wie lange geht das Turnier? Ja, gute Frage. Also bis die 15 Runden vorbei sind. Aktuell haben wir 2 Runden gespielt. Die. Und jetzt ist es auch sowieso komisch. Irgendwie alle Leute sind ready in der Lobby. Aber irgendwie laden wir nicht rein. Irgendwas ist hier komisch, Mann. Diesmal Rundenzahlen, nette Idee, yes. Yes, yes, yes. Diesmal laufen 15 Runden. Versuchst du diesmal einen zu erschießen? Gerne, ja. City Timer bis 4,59 wird gefightet, erst dann ist vorbei, ja. Okay. Generics hat wohl zu früh disconnected und deswegen hat Pixel die 2 extra Punkte für den Kill bekommen. Wild, okay. Check. Aus solchen Bitbuttern erschieße ich wen für dich? Das wäre anders wild. So, let's go again, Mann. Runde 3 von 15. Let's go. Ich fände es ganz cool, wenn wir vielleicht jetzt mal aufs Board kommen würden. Vielleicht mal wenigstens ein paar Punkte machen. Krasser Gamer. Ja, einfach reporten, Maschine. Einfach reporten, Spoon. Also die mit diesen extra krassen RGB-Stühlen, Mann. Das sage ich dir. Da blinkt alles.
Du. Baba. Oh boy. Mal hatte eine gute Idee mit Rundenzähler. Das ist keine schlechte Idee, ja. Das ist keine schlechte Idee. Könnte man vielleicht irgendwann mal einbringen, ne? Also jede Runde dauert Disconnect sein Anbieter ist Anzeichen 1 und dort wurde vor 5 Tagen was am Internet geändert. Seitdem ist das so. Ja, dann IPv4-Adresse Toasty. Die typische Sache. Er braucht eine öffentliche IPv4-Adresse zum Zocken. Jo, kein Ding, Mann. What the fuck? Oh, habt ihr jetzt mitten während der Runde einfach eine Hype Train gestartet, Mann? What the fuck? Oh, da ist er links, I believe. Imagine. Jetzt bin ich Sandwich, das muss ich aufpassen. Ah. Kurz Ausdauer Regen.
Ich könnte gerade gegen mich selbst spielen, Mann. Oh my god. Давай, мочи! Oh my god. Wer warst du? Es tut mir leid. Hallo. Max war erlaubt, Nico, ne? Nico ist der Letzte, kann rausgehen. Oh, nice. GG's. Thank you. Wild? Ja, das waren 3 Spiele. Wait. Hä? Wer war denn der zweite? Hä? Was ist da passiert? Wer war denn der zweite? Ich bin Verwirrung. Ey, aber what the fuck? Wir haben einen Hype-Train am Laufen, Mann. Mitten zum fucking Hype. Mitten in der Runde, Mann. What the fuck? Erneut Hot Pepper. Und vielen, vielen Dank für den Prime. Die Nigenage 9. Willkommen erst nochmal an der Stelle, Maschine. Vielen, vielen Dank. Arsac, Dankeschön für die 15 Monate im Tier 1 und XI. Auch Dankeschön für die 111, Mann. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Der zweite war Jenny, als du geblendet wurdest. Wait, diese eine Kugel, die ich da noch rausgehauen habe, oder was, Tommy? Bild? Okay. Huch! Nice. Das hast du sehr gut gemacht. Ich muss gestehen, mal, das habe ich nicht wegen dir gemacht. Ich war selber überrascht, deswegen. Also bitte lob mich nicht für etwas, was ich nicht absichtlich getan habe. Es tut mir leid. Aber wild, das war eine Runde mit 5 Punkten, Mann. Not bad. We take those. Fünf Punkte in einer Runde nehmen wir mit. Gerade wenn man überlegt, dass ich in den vorigen Runden keinen einzigen Punkt gemacht habe. Let's go, Homies, Mann. Ach ja. Du bist nicht ready? Hey, warum bin ich not ready? Sorry, ich wurde als... Only the leader can start the game. Dankeschön, Streamer. Kuss. Ready Bug? Scheinbar. Irgendwas ist da kaputt gewesen, ja. Was ist denn mit den Lobbys los? Keine Ahnung, aber irgendwas ist komisch. Als du hochgelaufen bist? Nee, Leglife, das war nur ein Kill da an der Stelle. Der andere war irgendwie bei Minute 4. Runde 4 von 15. Ist das eine Star Wars Hommage? Ist mir jetzt erst aufgefallen. Weil wir Clone Wars geguckt haben. Hat die Trooper Mask eine Star Wars Hommage? Das ist eine Star Wars Reference. Wahrscheinlich. Cool. Wusste ich nicht. Nice.
Das fällt dir jetzt auf mit den Strichen? Das fällt mir erst jetzt auf, ja. Sarkasmus, ja oder nein? Du merkst erst jetzt, dass das... Okay, okay. Für die ganzen Leute, die gerade meinen, dass ich absolut keine Ahnung habe und dass es absolut obvious ist, von wem das ist. Von wem ist der Helm? Los, her damit. Von wem ist der Helm in Tarkov? In Star Wars. Los, her damit. Her mit der Info. Ja, und jetzt sind's alle ruhig im Chat, Mann. Habe ich mir gedacht. Schöner Sprung, schöner Sprung. Noch ein schöner Sprung, noch ein schöner Sprung. Ja, close. Ha! Auf Thorax war ich, oder? Du hast gar nicht getroffen. Jetzt aber. Fuck. Und Nico, bist du's? Nein. Oh, jetzt kommt so ein Scheiß. Das ist Glasgang, Buddy. Wir wollen im Glasgang, komm, wir gehen drauf einfach. Warte, können wir Schnell-Schnell-Papier spielen, ob du mich pushst oder nicht? Wie? Also, wir machen hörst du mich gerade? Ich bin im Inventar, warte mal. Das Quatschen, alles super. Okay. Und sonst, alles gut bei dir? Lass mal so lange warten, bis alle anderen einfach... Ja. Mann, ich wollte hier ein bisschen chillen und ihr... Oh, nimm eine Granate hier! Was? Wow. Okay, GG's. GG's. Alter, wie weit die von mir entfernt war, dass das noch eine Killnate ist. Wild. GG's. Hat man die gehört? Ja, die hörst du ja generell nie, wenn die auf dem Boden jumpen. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass ich da noch in der Killzone bin von der Nate. Das war falsch eingeschätzt von mir. Dass ich da noch in der Killzone war, habe ich einfach nicht mit gerechnet. Aber einen PMC-Kill haben wir, Mann. So. Und versucht dann einfach in den Kopf. Hat wehgetan, hä? Der könnte gut gesessen haben. Komm. Jetzt Vasili gegen Tutfiste TV. Also unglaublich krass. In also ich bin mal gespannt, Runde ob er es checkt. Schon warte. Ein mega krasses Maß an Professionalität und Skill, was wir hier von den Teilnehmern sehen. Lass quatschen, alles super. Okay. Sonst alles super. Nee. Ja, leider ist Voice-over-IP in-game immer so eine Sache. Vasili nimmt die Nate in der Hand. Jetzt wisst ihr, TV springt erstmal back. Von der Nate! Nico. Das war's komplett. Lass kurz quatschen. Und dann Granatels raus. Professionalität und dann das ihr beide. Ja, das war auch wild, ey. Flagranati. Das war auch wild. Mal Nico. Gucken, ob wir davon noch mehr sehen. Stabili einfach immer noch am Gucken. Natürlich nicht, dass er ihn erwischt hat. Aber da kommt schon auch schon der nächste anscheinend. Wir gucken mal, bleiben im Battle-Screen hier erstmal. Also meine Regie macht hier alles händisch und da sieht Vasili jetzt, dass er hat. Wechseln weiter zu Splinty. Die Regie macht alles händisch. Das dauert natürlich manchmal seine Zeit, hier die Szenen und sowas umzustellen. Splinty, ich weiß leider jetzt nicht gegen wen. Zwei Sachen, Black hinterher, die Treppe runter in den Rücken, die Wirbelsäule kaputt geschossen und nimmt den Kill mit. BVB Power flasht sich hier halb selber. No! Dürfte jetzt gegen Vasili sein.
Wo ist Generix? Wo ist Pixelfee? Seh nix mehr, hallo? Hey, Generix hab ich schon gekillt. Hoi! Hallo? Immer! Und da kommt Vasili. Aus dem Todesdreieck raus, BVB-Power rein. Versucht sich hier umzupositionieren, nochmal nachzuladen. Das Spiel hier mit den nach jetzt. Mit den Autos. What the fuck ist dieses Pingen? Ich lebe in aller Ruhe sogar noch das Mac nach. Ich nehme jetzt eine Granate in die Hand und werfe die Granate. Ach Gottchen. Weg, Flash geht Flash. Raus. Warum sind diese 7-TV-Einstellungen so scheiße, Mann? Genau. Rupital rein. Bild. Schön, Stabili, schön, Schatz. Das war Generix, das war BVB Power. Wo ist Pixelfee? Oh. Da kommt eine Flash. Oh, das wäre eine starke Runde für Stabili. Schwierig zu handeln, die SA. Die Füße. Aber wenn man den Kopf trifft, auch mit der Splinti-Munition, okay. Mal, das ist wieder was sie. Tut's sehr weh. Vom Pixelfee haben wir jetzt nichts gesehen. Splinti kommt hier ran. Wieder in der Battle-Ansicht. Wenn du weiter auf meine Beine schießt, gibt's nach dem Turnier im Nacken. Hast verstanden? Okay. Hol ich mir ja persönlich ab, ne? Wir haben den Sound bei Splinti. Und er verringert die Distanz. Macht da erstmal die Tür zu. Vasili bleibt. Stim ist drin. Und versucht's. Durchs Fenster. Unlucky. Und da geht. Unlucky, Alter. Hat Stabili alle bis auf einen gekillt, oder? Ich glaube ja. 4 Kills und einen Survivor da jetzt gehabt. Das ist schon stark. Das ist schon stark. Splinti hatte auch einer, okay. So. Let's go again. Lass mal anfangen zu spielen, Chat. Lass mal anfangen zu spielen, Freunde. Aber wie Vasili noch mit dir reden will, fand ich wild, ey. Fand ich echt schade, dass ich da noch irgendwie in der Killzone war. Aber jetzt richtig? Ja, mal schauen. Wird irgendwie gleich einen Zwischenstand oder so gezeigt? Weiß ich gar nicht. Bieten die einen Zwischenstand da an? Gibt es das aktuell bei dem Turnier? Ja, oh no way, Mann. Dankeschön. Maybe Stream, ja. Das kann sein. Das kann gut sein. So, aber ich würde auf jeden Fall ganz gerne jetzt nochmal letzter Überlebender sein. Die 2 Punkte will ich sehr gerne mitnehmen, Mann. Willst du den Zwischenstand wissen? Boah, von mir aus. Gerne. Nur mal schauen, ob ich ihn finde. Jo, kannst machen. Das ist jetzt ja auch nicht gerade irgendwie so ein Turnier, wo du irgendwie Full-Sweater-Modus reingehst im Sinne von, also ich versuche natürlich schon zu schwitzen, versuche wirklich Vollgas zu geben, klar. Aber gerade mit den Loadouts ist halt nicht diese Full-Sweater-Turniere wie früher, ne? Wo man halt vollkommen geschwitzt hat. Aber trotzdem hole ich mir den ersten. So. Splinti, Stabili, du, alle 6 Punkte. Ah, okay. Das heißt, diese Runde wird wahrscheinlich den ersten Platz entzerren, oder was? Okay, wild. Easy. Das heißt also, wenn ich jetzt, lass mal eben kurz rechnen, wenn ich jetzt alle Leute töte, dann habe ich 5 Kills und bin letzter Überlebender. Das heißt, ich kriege 7 Punkte, ne?
Lass das mal machen. Ich glaube, das würde ganz gut helfen für den Punktestand. Hallo! Hallo! Oh nee, der! Weißt du, du hast mich gerade eben gesprengt, du Pimmel! Da komm, du doch! Warte, ich werde noch gepusht, warte. Das war ein bisschen risky, was ich gerade gemacht habe. Ich kann die Audi nicht einschätzen, Mann. Das ist so komplett scuffed. Stabili ist nach hinten weggezogen. Das sind Skiffs. Haben die Skiffs auf High gestellt oder so? Also dass die viel, dass es mehr sind? Weiß nicht, wie viele Leute ich gerade gekillt habe, aber es waren einige. Ich glaube, 3 Frags habe ich gerade gemacht. Ich bin mir unsicher. Hallo, Nico, du bist der Letzte. Ich danke vielmals. Gerne. Okay. 3 Frags. Immer mit. Nico, du bist das Letzte. Wow, das ist toxic. Das ist ein bisschen toxic. Hat sie gerade gesagt, du bist das Letzte? Ja, ja. Ich glaube auch. So. Daumen drück, ey, Tank, danke schön, Mann. Und Luis, danke schön für den Follow, Mann. Willkommen im Stream. Ja, hat sie. Das hat sie von dir, oder T-Dog? Sei ehrlich. Sei ehrlich. Hast du sie zu angestiftet? Na, aber von Squirrel möchte ich auch nicht sein, geht komplett schnell auf den Double Kill. Let's go, Mann. Ich sage dazu nichts. Aha. Erwischt. Was ist das? Runde 6?
mit Abzügen in der B-Note aufgrund von zu wenig Zeit im Endscreen. Tut mir leid. 6 von 15. Nice. Ich will wissen, ob ich eine 7er, also 6-Punkte-Runde wäre schon insane, ne? Ich will wissen, ob ich eine 6-Punkte-Runde schaffe, Mann. Das wäre halt crazy, Mann. Streng dich mal an, ich versuch's. Ich versuch's. Gleich mit der MP. Boah, ich hab ein bisschen Angst vor der MP9, Mann, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird interessant. Ist heute noch ein Waffenwechsel? Yes. Runde 9 wird mit einer MP9 gespielt. Gab den Spaß nochmal bei Squee im Replay? Nice. Nice, nice, nice. Einfach auf die Beine mit der und wird schon mit der MP. Das Problem ist halt einfach, gerade auf Factory hast du echt viel Cover, was um den südlicheren Bereich halt angeht. Das heißt, da könnte es halt echt sein, dass die Beine wirklich nicht immer eine Option sind. Mal schauen, Mann. Was ein Playkuss, Pegasus, Mann. Ich frage mich, ob ich bei dir irgendwann verbrannt eintragen muss. Let's be real, mal. Let's be real. Als ob ich genug Geduld hätte, um zu verbrennen, Alter. Manche nennen es Unterkörper oder Beine. Nico nennt es südlicher Bereich. Er kennt es nicht, oder was? Macht aber mega Laune, so Events zu schauen. Das freut mich, Mann. Das ist schön. Schön, dass ihr heute am Start seid, wirklich. Ich muss es einfach immer und immer wieder sagen, gerade wenn man so ein Turnier spielt, es ist so, so angenehm, einen Chat am Start zu haben, Hi. Der dann einfach da am Start ist. Hallo? Nico, kannst du einmal kurz rausgehen? Splinti ist nicht mit in die Runde gekommen. Ach, wir können auch ohne den spielen. Das kann den... Ach, ja, okay. Alles klar. Danke dir. Hey, jo. Also ohne Splinti können wir auch spielen. Da habe ich kein Problem mit, Mann. Was ist King of Factory? Das Turnier. Das Turnier Reiswanne. Das ist der Name vom Turnier. Ein Nico reicht. Das wäre wild. No, 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 no. War das Fedora Stimmchen? Nee, das war Katinka. Worum geht's da? Es ist ein Turnier von Squee. Ein Factory-Kill-Turnier basierend auf Runden. Leaving the game bug. Nice. Hätte mich auch überrascht, hätten wir nicht den Leaving the game bug gehabt heute während dem Turnier, Mann. Das wäre schon sehr wild gewesen. Hätte mich ein bisschen überrascht, muss ich echt sagen. Es ist und bleibt Tarkov, ja. Something's never change. Das habe ich gehört. Was? Was hast du gehört? Ich weiß von nichts. Wie bitte? Entschuldigung.
Ich habe gar nichts gemacht. Du. Ich hab Bock, ich will in die nächste Runde. Trag das auf dem Platz aus? Ach. Der Splinti, hör mal. Hör mal. Was soll man dazu noch sagen? D. Macht ihr mit Haare ziehen oder ohne? Bei Splint, also wenn Splinti und ich gegeneinander antreten, eigentlich immer mit Haare ziehen. Mit Haare ziehen, treten, beißen, alles. Ist aber normal für uns. Hast du da nicht dann noch einen Nachteil? I don't think so. Erstmal was Huhn, was gibt's ja mal? Gibt's Wings oder was? Es gibt keine Wings. Was? Keine Wings zum Finale? Verrückt. Also, nee. Ist ja noch kein Finale, never mind. Wäre doch die Downtime nicht zwischen den einzelnen Runden, Mann. Das wäre Liebe. Das wäre wirklich Liebe, Mann. Was mit BVB Power? I don't know. Ich weiß es nicht. Wissen wir nicht, aber irgendwas ist da kaputt. Keine Ahnung, was mit BVBV ist. AI amount as an online, AI difficulty as an online. Ja, sind eigentlich irgendwie, sind einfach immer noch genau die gleichen Settings wie sonst auch. Nur danke für den VIP-Status, habt ihr echt noch 2-3 Tage gebraucht, ist für mich echt ein Privileg. Danke dir vielmals, mein Lieber, und dass du und der Chat mich so lieb gewonnen hast. Aber sicher doch, Maschine, Mann. Apache, du bist so eine geile Socke. Immer mit positiver Stimmung hier am Start. Gehört sich nicht anders. Machst du nochmal eine Ansage, weil damit klappt es irgendwie? Nochmal eine Ansage? Mut? Also jetzt bin ich nicht ready, ne? Shit, ich seh's. So, jetzt aber. Ach, diese Lobby ist ja also ein bisschen kreativ, ne? Aber egal. So, jetzt 5 Kills. Lass mal langsam steigern, Homies. Lass mal wirklich jetzt auf den 6-Punkte-Renault gehen. Das heißt, also 4 Kills und überleben. Und wir machen eine 6-Punkte-Runde jetzt.
Erinnert mich auch mal bitte daran, Homies, ob ich, dass ich auch Fullscreen anhabe. Ich glaube, wir haben ja das Game gerade neu gestartet. Das heißt, es kann sein, dass ich nochmal Fullscreen machen muss. Go Maschine ist der Plan, Munzelmann. Das ist der Plan. G. Alt Enter, dann kackt bei mir mein System gefühlt immer komplett ab, deswegen lasse ich das lieber. Wird wahrscheinlich an der Xbox Game Bar und allem möglichen liegen. Das könnte da ein bisschen Faxen machen. Hey Firefighter, was geht, Mann? Moinsens. Genau, jeder spielt die gleiche Waffe, reißt von, wir haben 1:1 alle das gleiche Equip. Alles 1:1 das gleiche. Das Einzige, was uns unterschiedlich ist, ist unsere Kleidung und unser Armband. Duo-PC-Setup und Windows 11, das verträgt sich nicht? Nee, das ist kein Problem eigentlich. Da hatte ich noch nie Probleme mit. Bei mir ist es einfach nur das Alt-Enter, was Faxen macht mit der neuen CPU halt einfach. Der Helm erinnert mich ein bisschen an Mando, naja. Ja. Ja. Let's go, Chat. Hat er Bock, oder was? Die CPU kann das, Windows 11 kann das nicht, sure. Hello? Anybody here? Hello? Hello? Soweit. Hello? Any friendlies? Hello, any friendlies? Hello? Fuck, Alter. Yeah. Hello, any friendlies? Hello? Sir, I am noob. I want to do delivery from the past. Can you protect me? Oh, fuck. Och, nö, nicht schon wieder, Diggi. Was ist das für ein Server, Bruder? Sir, I am noob. I want to do delivery from the past. Nico! Nee. Verpiss dich, hab ich gesagt. Verpiss du dich doch.
Tobi. Gib nur Platz für einen Küken hier. Bist du so dick? Hätte ich jetzt nicht gedacht, die Cam tut dir gut. Junge, jetzt kommt Tagila her. Ja, dann nimm den doch. Ich dachte, das ist deine Lobby. Ja, dann mach mal. Hier, ich lass dir Vortritt, Diggi. Das ist deine Lobby, nicht meine. Oh, verpiss dich! Ich würde meinen Arm gerne wiederholen, Mann. Ohne Arm ist scheiße. Hast du gehört? Was? Ich find's langsam doof hier, ich mag nicht mehr. Warum? Ich dachte, das ist deine Lobby. Ist dein Zuhause oder nicht? Ja, ich hab nicht gewusst, dass der Kinder da ist, Mann. Wohnen! Oh, das ist auch ein Skiff, scheiße! Hab ihn, Dankeschön! Ey, Kuss, Diggi, holy shit, Alter, Legende, Mann. Das ist perfektes Teamplay, Mann, sag ich dir ehrlich. Ja, jetzt. Oh, können wir nicht so machen? Was? Also kein Jiggepeak? Naja, dann sehen wir uns gar nicht, das ist richtig langweilig. Das ist cool für einen Clip, aber so gameplay-technisch ist schon schwach. Ne? Ernsthaft, da holst du mich nicht? What? Sind wir Full-Auto oder Single-Tap? Also ich bin gerade Single-Tap, du? Was bist du? Ich bin Single-Tap. Okay, komm, machen wir beide Single-Tap, okay? Okay, machen wir Single. Wir rennen beide aufeinander zu jetzt. Okay. Aber ich dachte, du bist verlobt. Ich dachte, du bist nicht Single. Hey. Bin ich auch nicht. Er hat Full-Auto gemacht. Oh boy. Oh boy, Alter. So einer ist das also. Kann ich den noch in-game reporten? Kann ich den noch reporten? Wild. Wilder Anti-Mate-Move. Dedim. Oh Mann, Alter. Wilder Scheiß. So, let's see. Let's see, ladies and gents. Und BVB Power versucht's mit der Schaufel, aber für Generics. Ich wär sauer. Und das heißt jetzt Generics gegen Vasili in den letzten. Erklärst du das dann Heiko und Co. oder müssen wir das? Ach. Dreieinhalb. Aber wird schon. Das kriegen wir schon raus. Hallo, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich entbann den ja, aber trotzdem bleibt er erstmal gebannt. So. Das Prinzip. Komm, wir müssen für die Show kämpfen. Er ist gebannt. Der Kinder ist dann bitte. Jo, aber lass fighten, wir haben keine Zeit mehr. Okay. Vasili gegen Generics, versucht's da. Es macht nix. Geht die Treppe hoch, sehr straight.
Beide Arme Black, zwei Bleeds. Generics lädt nach. Hat er nicht? Hat er doch. Und Vasili, letzter Überlebender. Zwei Bonuspunkte. Anti-Mate, Bruder. Anti-Mate. Einfach wilde Anti-Mate, Mann. So gut, Mann. So, was ist jetzt los? Alles klar, wir sind alle ready. Nice. Jetzt musst du zurückschlagen, ja, safe. Die Runde 7 von 15, war das nicht gerade 7 von 15 mal? Nein? Okay, wild. Hätte schwören können. Ba 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 ba. Jetzt keinen Blödsinn mehr. Ihr habt doch keinen Blödsinn gemacht. Ey, Nico, ey, wow, 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 was ist das hier für ein Quatsch? Was ist das denn jetzt hier für ein Clip? Ey, Nico! Du hast gedacht, ich bin, in Singlefire, gell? Aber ich war Full Auto! Ey, Nico! Was ein Pisser, Bruder. Bruder, ich werde den so teabaggen, wenn ich den jetzt kille, Alter. Ich werde den so teabaggen, Mann. Bann verlängert auf 2 Tage, safe. Safe. Warte mal, ich hab ne Blutung!
Shit. Ah. War nicht ganz drauf, Alter. Das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Schade. GG's. Wild. Wild, 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 wild. Alter, Patchy, Mann. Maschine, erstmal vielen, vielen Dank für die fucking 5 Gifteds, Mann. Dankeschön. Schade, Alter. Ich war nicht drauf. Ich war nicht drauf. So. G. Also, wait, nee, keine Group Map, wait. Ah! So. Unlucky, Mann. Schade, Mann. Schade, schade, schade. Dass sie sich veräppeln, wann Wipe kommt, weiß niemand. Das ist richtig. Das ist richtig. Du. Ging es nach der Regel ca. Ende Juni, aber das war, muss gar nichts heißen, das stimmt wohl, ja. This is true, this is true. Was machst du mit deinen Max? Mit meinen Max? Keine Ahnung, ich denke mal einfach in Combat reloaden, deswegen hat sich das eine Mac da verabschiedet. Wie hast du es gebindet? Steuerung her. Steuerung R. Ist das gekeybindet? GD, wurde ja nicht eigentlich ausgemacht, dass man die Wartezeit verkürzen kann, indem du immer als Letzter rauskommst? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Jo, und Shisha auf jeden Fall. Dankeschön erstmal für den Prime dritten Mann. Maschine, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, keine Sorge, wir machen das jetzt wieder. Wir machen das jetzt wieder, Homies. Keine Sorge. G. Seine Lieblingswaffe? HK416. THK. Jo, und King, Mann, dankeschön für die 10 Bits. Dankeschön. Steht schon fest, wann endlich Wipe ist? Nein. Das weiß man noch nie, Maschine. Das weiß man noch nie. Was sind die alle? Sind die alle noch in der Runde oder was? What the fuck? BVB Power geht nicht durch den Durchgang. Aber Splinty auch nicht. Geht nach oben. BVB Power hinterher ist direkt unter ihm. Er ist direkt unter ihm. Splinty hat's gesehen.
Wer hat da jetzt die bessere Sicht? Splint die gute Position. Versucht oben in den Kopf zu tackern. Er hat BVB-Bauer hier beide Arme weggeschossen. Und ihm einen Heavy Bleed zugefügt. Das ist wild, Mann. Muss sie aber allerdings auch nachladen. Kurz wieder alles entschleunigt. BVB Power. Geht nicht raus. Macht auch nicht den Laser an. Ja, ja, komm! Verschiebt er seine Position und kriegt noch die Shots ab vom Skeff. Und spielt die wieder nach oben. Geht in Scope. Er kriegt die Shots nicht durch. Wild. Er kriegt die Shots nicht durch. Wild. Macht keinen Schaden. Schwierig. Nicht mehr so viel Muni. 7 Minuten. Also 7. Minute. 2 Minuten sind noch. BVB Power zurückgezogen in den Untergrund. Clippt da seine Magazine nochmal. Sind 1 zu 3 in the same game? Yes, it is. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte er viel mehr Munition haben als Splinty. Für beide wäre jetzt bin ich voll als geschmundet oder was, Herr Mai? Wenn sie verbrennen, also das würde echt für beide gar nichts bringen. Das heißt, besser auf Konfrontation gehen. Aber in aller Seelenruhe holt er sich jetzt erstmal hier die Arme wieder. Ich habe gerade noch im Chat gelesen, Zwischenstand. To Twisted TV, Vasili eben Hallo. Gleich auch gewesen. Hallo? Hallo? Er findet ihn nicht. Die Arme sind wieder dran. Er versteckt sich jetzt aber nicht, oder? Noch 1 Minute. Dann verbrennen hier beide, wenn die sich nicht finden. Und GG's kriegen wir. Beide sehr schön. GG's. Ich will nicht mit dir kämpfen. Wir wechseln den Sound zu BVB Power. Guck, Entbannungsantrag. Vasili lootet. Und Splinty hat Vasili nicht gelootet. Splinty hat Vasili nicht gelootet. Und BVB Power kann sich hier mal eben die Max einfach snacken. Lässt das ich stelle auf Single Fire. 1 Minute noch. Und da geht's ab hier am Punkt Mäuse. Der bleibt erstmal gebannt, Alter. In den Untergrund. Der bleibt gebannt. Thorax, gelb. Was macht Splinty da? Wild. Tschüss. Let's go. So. Oh, wait. Unser Koop-Modus und Abfahrt. Looking for group. Nice. Ich bereite mich jetzt mal mental auf den ESC vor, mein Beileid, Bro. Mein Beileid. So, let's go. Nächste Runde. Was, sie hat dich jetzt auch gebannt? Okay. Pimmel, der Typ. Letzte Runde mit der Waffe, check. Check, check, check. Weil du nicht auf den Gang gerannt bist? Was für ein Gang? Hä? Was für ein Gang?
Als er gesagt hat, beide pushen. Hä? Ich stehe auf dem Schlauch. Oder ist es Vasilis Skill Level? Ich weiß es nicht, eins von beiden, aber es ist beides irgendwo da unten. Also, I don't know. Muss ich mal gucken nachher. Bevor er Full Auto gemacht hat, ja, der soll mal einen ausreden lassen, Alter. So ein Ding ist. Mit dem kannst du doch nicht mal reden, dem Typen. So. Es wurde gesagt, beide Singlefire und die rennt aufeinander zu. Und das war dann auch die Situation, wo er dann auch Singlefire hatte, ja? I doubt it. War doch safe die ganze Zeit Full Auto. Ah, safe, man hätte es nicht connected, Alter. Der ist doch safe nicht connected. Doch, ist connected. GG's. Gut. Well done. Geos. Dann hat er ihn getankt, Mann. Wobei, wahrscheinlich ist er nicht angekommen. Das waren wahrscheinlich die beiden Shots durch die, die durch den Dingens gegangen sind, Mann, ne? Die durch den Stuhl gegangen sind. Oder Sitz, ja genau, Sitz. Wild. Ach Mann, Alter. Schade. Jetzt sehen wir es ja. Ob ich einen Shot tanke oder nicht. Also ob er jetzt einen Shot tankt beim letzten. Ob er einen Header kriegt. Ziemlich weit vorne. Ja, er tankt noch einen Header, Mann. Er tankt ihn halt. Wild. Brutaler Schuss von Vasili. Wir haben beide uns einen Headshot gegeben. Bei ihm hat seine Rüstung gerettet, bei mir nicht. Unlucky, Alter. Nachstecken. BVB Power. Unlucky. Sound gegen Splinty. Und da ist der Clown mit den Splinty für sich entscheiden kann. Und er tankt noch den Headshot. Weiter zu Pixelfee. Wahrscheinlich gegen Generics. Auf der Suche nach Generics. Bitte mit Punkten. Komplett. Wäre super. Gerne nach jeder Runde. Pixelfee gegen Splinty hier. Im nächsten Duell, das uns bevorsteht. Ich bin gespannt, wie es nächste Runde laufen wird, Mann. Sound unten rechts.
Und Splinty hat das Bein verloren. Schöner Schuss von Splinty, maybe. Und da geht sie runter. Und Splinty geht down. Yo, Splinty ist mad. Der hatte kein bisschen Audio wahrscheinlich. Oh no. Stark. Ich weiß nicht, wer den Kill bekommen hat. Hexelfee im Treppenhaus hören wir da. Wie viele kommen ins Finale? Ich meine 3. Und Vasili geht rein. Und das wird wahrscheinlich Pixelfee gewesen sein. Hat da noch ganz kurz einmal die Geschwindigkeit verringert. Scheiße. Wirklich sehr stark. Sehr clean gemacht an der Stelle. Generics. Das dürften jetzt auch die letzten beiden sein hier. Generics gegen Vasili. Hallo. Der Sound ist unten rechts und Vasili wartet einfach im Treppenhaus und bewegt sich nicht. Generics droppt runter, zündet nochmal ein Propital. Und fair. Oh, GG's. GG. Wenn es dann 6 fürs Finale, genau, ja. Exactly. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding laufen wird, Mann. Das wird bestimmt fucking crazy. Das wird bestimmt fucking crazy. Chat, ich spring mal eben kurz auf. Ich bin mal eben kurz AFK. Bin direkt wieder da, ja? Uno momento, por favor. Guten Tag, Ladies and Gents. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. By the way, das ist, glaube ich, gerade echt ein bisschen untergegangen, ne? Max Maschine nochmal Dankeschön für die 13 Monate im Tier 1. What the fuck? Es könnte sein, dass es gerade dezent untergegangen ist, Mann. Maschine, Dankeschön. So. Abfahrt, Mann. Let's go. Wolltest du Punktestand wissen? Von mir aus. I guess. Kannst du machen. Kannst du gerne machen, as you like. Ja, easy. Guck mal, dass wir jetzt mal eine High-Kill-Runde machen und dann am Pfad. Dann sind wir wieder 1. Hört sich gut an. Machen wir so. Das machen wir so. Die. Ba. Du. Ba da da. Eieiei, was ist los, Verox? Ein paar Mal, Vasi verkloppen Platz 1. Ja, Vasi will ich nicht unbedingt komplett hops nehmen. Also der soll ruhig weiter da bleiben, dann bauen wir beide einen Abstand zu Splinty auf. Dann sind wir beide schon mal safe weiter. Da habe ich jetzt schon mal gar kein Problem mit, actually. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Nico. Last Christmas, I called you a bitch. But the very next day, you were still a bitch. Kannst du nach der Runde mal kurz Twitter gucken? Nee. Ich bann dich auch da, Alter. Hab ich gar kein Problem mit, so? Ja, du lachst, Alter, du lachst!
getrunken. Der Piet, ne, der ist sauer. Tschüss, Nico. Tschüss. Bruder, sogar eine Woche nicht geduscht, Mann. Eine Woche! Imagine. Die G's was ich liebe dich. I love you, bro. Magazine war erlaubt, ne? Korrigiert mich. Stims war nicht erlaubt, aber Max waren erlaubt, right? Ja, ich mein schon. Max waren auf jeden Fall erlaubt, ja. Was macht die andere Person? Da. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Ne? Jemand? Ah, zwei. Weg. Hol mal Info, bitte. Mr. Skeff. Ah, könnte 1 sein, könnte 3 sein, kein Safe. Ja, okay, easy. Denk an Zeit, ungefähr 5 Minuten haben wir noch. Jojo. LOL! Ich habe ihn unten wahrgenommen. Never mind. Voll falsch Audio. GG's? GG's? Schön gemacht. Vollkommen falsch wahrgenommen. Den hätte ich mitnehmen müssen. Ich dachte, das wären die Metal direkt unten beim, wie heißt er? Wie heißt er? Gabelstapler. Gabelstapler ist das Wort, was ich suche. Haha. Nice. Geos.
Hab an den Luftschlag gedacht? Ja, hätte ich eigentlich wissen müssen. Hätte ich eigentlich mit rechnen müssen am ehesten. Stapelgabler, genau, der Stapelgabler. Egal, zwei Fracks die Runde, Mann, nice. Hätte Autoreifen, oh ja. Da sagst du was. Und die Talo-Stürmer noch, danke für den Follow. Willkommen. G. Soll ich mal versuchen, aus der Gruppe rauszugehen? Weil irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass Stabili. Ah, ich geh nochmal rein. So, jetzt aber. Und Judy. Ba. Hello? Let's play, please. Boah, jetzt bin ich heiß, Alter. Jetzt will ich wirklich die ganze Zeit von Runde zu Runde ballern, Mann. Es ist so schlimm, diese Downtime immer dazwischen, Mann. Ah. In Twitter? Ja, machen wir gleich, wenn wir reinladen. War denn verpasst das? Ja. Das war nett. Das war so ein richtiger Sit-Down-Moment. Kurzer setzt dich hin. Genau, das sind alles Offline-Raids, Blimmer. Das sind alles Offlines. Richtig. Das Ding ist, wenn ich jetzt halt raustappe und auf Twitter gucke, dann kann das sein, dass mein Game buggt, Mann. Das habe ich. Also in die Runde nicht reinzuladen, ist halt. Für einen Joke wäre halt scheiße. Erinnert mich gleich mal dran, wenn ich nochmal früh sterben sollte. Oder halt nach dem Turnier. Lul. Der. Handy? Ja, ich dachte, wir wollen uns das im Stream angucken. Wenn man ja an derselben Stelle spawnt, das kannst du einstellen, Plimo. Das kannst du einstellen. Twitter onstream wäre ja eh so eine Sache. Ja gut, ich öffne ja nicht meinen Feed oder sonst irgendwas. Was mit Splinters los? Splinti keine Lust mehr. Ba 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 ba. Na, 15 Runden sind insgesamt am Start, Plimo. Wir starten jetzt in Runde 9 gleich. Nein? Was nein? Runde 10? Hä? Warum Runde 10? Achso, Runde 9 war die erste Runde. Und jetzt gehen wir in Runde 10. Ja, ihr wisst doch, was ich meine. Manu! Gibt es jede Runde so Trash-Talk? Ja, Vasili ist schon bei mir gebannt. Vasili ist schon bei mir gebannt. Sagen wir es so. Düdüm.
ba da da da. Du 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 du. Ba 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 ba. Ba 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 ba. And there is no turning back. Du weißt auch, wie das mit Nico und Mathe on stream ist. Ja, stimmt auch wieder. Ist halt gefährlich. 2 plus 2 gleich 5. Ne? Ist halt das Ding. War jetzt 10 oder kommt 10? Jetzt kommt 10. Jetzt kommt die 10. Richtig? Weiß ich nicht, oder? Ich glaube ja. Let's go! No! Was? Ich hab den Step nach rechts nicht gehört. Oh, okay, GG's. Well done. Ah. Wait, das waren zwei? Ach, die andere Person, die runtergekommen ist, habe ich auch gekillt, oder was? Nice, GG's. Schön. GG's. Schade, Alter. Ich muss eine Runde überleben. Ich muss eine Runde überleben, aber trotzdem, GG's. Ich meine, 2 Punkte. Not bad. Das ist keine schlechte Runde, aber still. Aber schön gemacht, dass Splinty da nicht reloadet, Alter. Schön. Schön, 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 schön. Das hat Splinty stark gespielt, Mann. Hat er was, noch 3 Clips oder so gehabt? Well done. Weil dann 3 Bullets oder so hat er noch im Clip gehabt. Das war ein großer Penis-Move. Safe. Didi didi didi.
So, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, was ich hier gerade tue, dass ich die Gruppe liebe. Aber egal. Nice. So. Wo ist er? Schkui. Let's go. Jetzt die Frage, ob es das gewesen ist. Oder ob wir da gerade Generics gehört haben. Und wir haben Generics gehört. Ich splint die wieder zurück. Boah, das ist so eine schwierige Position. Da ist einfach Sackgasse da drin. Und da ist die Battle an sich. Das geht hier wirklich Schlag auf Schlag jetzt mit der MP9. Generics. Weiß nicht, dass Splinty da, glaube ich, drin ist, oder? Doch. Weiß er. Und da sehen wir es. Schön. Schön gemacht von Splinty. Boah, die Lache, Splinty. Nice. Böse, die ging. Generics down, Splinty mit den Bonuspunkten. Splinty räumt auf, Mann. Ich glaube, Splinty hat sich gerade den ersten geholt. Kann das sein? Didi. Ich glaube, Splinty hat sich gerade den ersten geholt. Das wird spannend, Mann. Da ist es noch alles richtig offen, glaube ich. Das wird noch richtig offen sein. Didi. Fullscreen? Was? Wie Fullscreen? What? Mut? Inse setzt Verwirrung ein. Es war sehr effektiv. Ba. Du wolltest gucken, ob du Fullscreen bist? Aber hatte ich doch eben schon gemacht, oder? Glaube ich. I don't know. Ich glaube, passt. Ja, echt mal. Hör mal auf das, was Tia hier sagt. What the fuck? Du hast erfolgreich das halbe Mod-Team gedisst. Ja, ist halt wirklich so. Gefühlt die Hälfte meiner Mods heißen alle Patrick. Nice. Starker Move hier. Nicht nur Mods. Und den nächsten VIP auch noch. Sauber. Okay, ja gut. Super Huhn auch. Danke für den Follow, Mann. Stimmt. Und mein Management auch noch. Also, Tia, das sieht nicht gut aus für dich, sag ich ehrlich. Tia bald banned. Einfach Tia Bun Speedrun, Mann. Splinty hat 14 Punkte. Wild, okay. Wild. Und der. Yo, Dave, moinsins. Die. Ba. All practice mode servers are busy. Ist es unser erster Leaving the Game? Das erste Mal Leaving the Game Bug Chat? Was sagt ihr? Is this the one? Ist er es? Ich glaube ja. Es könnte sein. Du, ich will, dass du Erster wirst? Ja, easy. Ich arbeite dran.
So, waiting session start, waiting for players. All right. Let's go. What the fuck? Alter Mutzel, Mann. Maschine. Yo. Okay. Muss mich anstrengen, die Runde. Wird notiert. Oh shit. Ich bin nicht gerade in den Meldung schon gedrückt, ich bin verwirrt. Hallo. Hallo. Der letzte darf liefen. I thank you very much. GG's. GG's. Eine 5er Runde. Schade, ich hatte irgendwie im Gefühl, dass es eine fucking 6er Runde hätte werden können, Mann. Schade. Schade, Alter. Yo, what the f. Was ist denn jetzt hier los? Bro, was? Jetzt aber mal richtig, what the fuck? Yo, what? Alter, Mutzel droppt zum Start von der Runde eine fucking 10er-Bombe und Tanzberry droppt einfach 50 fucking gifted Subs. Also Chat, euch ist bewusst, also ich hab am Montag Geburtstag, ich hab Montag Geburtstag, ne, das ist, ne? Also, what the fuck, Freunde, was ist hier los?
Alter, Don Dragon, Mann, dir vielen, vielen Dank für die 4 Monate im Tier 1, Mann. Dankeschön, vielen Dank für den Support. Alter, Tanzbelly, Mann, dankeschön für die fucking 50 Gifteds, Mann. Mutzel, auch dir wirklich vielen, vielen Dank für die 10, Mann. Laglife mit den 5. Yo! Alter, wir haben einen fucking Level 7er Hype Train. Was? Einfach mitten in einem fucking Turnier einfach casual einen 7er Hype Train, Mann. Yo, Mastiamo, auch dir vielen, vielen Dank für die 100 Bits, Mann. Dankeschön. Let's go, Mann. Dankeschön. Xi, dankeschön für die 50, Mann. Dankeschön. Yo. Und Mr. oder Mrs. Anonymous, dankeschön für den gegifteten Sub. Let's go. Yo. Don, Mann, ey, dir vielen, vielen Dank für die 2 Gifteds, Mann. Bibi, vielen, vielen Dank für 5 Gifteds ebenfalls auch noch. Alter, was ist hier los? Also, what the fuck? Wir haben die 900 Subs erreicht und jetzt macht Munzel auch noch 910 drauf. What the fuck? 216 erst? Das ist schon mehr als genug. Vielen, vielen Dank, Bibi, wirklich. What the fuck? Einfach ein 8er Hype Train auf 60%. Krank. Bro, Tanzbelly, 70 Subs heute. Jammer leiser, okay. Ich halt einfach das Maul, ist klar. Bro. Ey, Alter, das ist so viel Geld, Mann. Vielen, vielen Dank. What the fuck? Was zur Hölle ist hier los, Mann? Alter, ein Level 9er Hype Train mit 30%. Bibi, danke schön für 5 Gifteds. Vielen, vielen Dank. What the fuck? Ups, ausgerutscht. Hoppala! Okay, Schaufel, Schaufel, komm. Schaufel? Fragezeichen? Nee. Hier ist
Oh, ich hatte die ganze Zeit einen Mac. Lol. No! Alter, jetzt hängt sogar noch den Header, Mann. No. Bro, ich hatte die ganze Zeit ein fucking Magazin. Oh shit. Ich kann nicht mehr. Yo, wir haben eine fucking Level 10er Hype Train. Bruder, was ist hier los? Yo! Hypes, Mann. Vielen, vielen Dank für die fucking 5 gifted Subs, Mann. Katinka und dir vielen, vielen Dank für den gegifteten Sub. Bibi auch. Dankeschön für den weiteren gifted. Alter, what the fuck. Tanzberli mit 20 weiteren. Alter, hast du gerade 90 gifted Subs gemacht? Hast du gerade 90 Gifteds rausgehauen, Diggi? Es reicht dir das nicht, du hast einen Dachschaden, Punkt. Du hast einen Dachschaden, Mann. Wild. Wild, Mann. Ich weiß nicht, was ich da... Alter, what the fuck. What the fuck. Wait, war das nicht der letzte? BVB war nicht der letzte? Den Heady. Okay, Schaufel, Schaufel, komm. Springt einmal dran zurück und hat einfach nur einmal zugeschlagen. Schaufel? Fragezeichen? Nee. Ah, jetzt habe ich auch noch die Gasmaske gehört. Und er tankt einfach 2 Headshots. Das waren 2 fucking Headshots. Wie viele Headshots hat der bitte getankt? Meine Klappe, okay, oh Gott, da krieg ich das Instant Replay oder was? Und da geht das rein. Und jetzt noch ein bisschen musikalische Untermalung. What the fuck? Ey, Chat, wirklich. Vielen, vielen Dank für den fucking Hype-Train. Hallo? Ich wollte nicht stören, aber kannst du die Einladung noch annehmen? Achso, shit, sorry. Ich dachte, das wäre. Ich dachte, BVB wäre nicht der letzte. My bad. Alles gut. Sorry. Alles gut. Obala. Ey, Freunde, wirklich. Vielen, vielen Dank für den fucking Stufe 10 Hype-Train. Mit 23% 136 Subs und 150 Bits. Und dafür kann man mal ein Turnier warten lassen. So ein Ding ist. Oh Gott, ey, what the fuck. So gut. My bad, my bad, my bad. Aber jetzt anstrengend, das sowieso. Das sowieso, Maschine. Einfach, dass du jeden Tag für uns da bist, ey. Ich darf meinen Traum dank euch leben, das darf man dabei nicht vergessen, Mann. Das ist insane. Dankeschön, Homies. Vielen, vielen Dank, wirklich, ey. Tanzperdi einfach fucking 90 Subs. Danke, Schatz. Also, danke, Schatz, für die Facecam. Tanzperdi gleich Schatz. Also, falls ihr wissen möchtet, was es kostet, Schatz genannt zu werden, 90 Subs eigentlich. Was?
verführt. Wenn ich ein Abo verschenke, entbannst du dann was, Silly? Stimmt, wir wollten doch gucken, was der oft getwittert hat, ne? Machen wir nachher, Mann. Machen wir gleich, Mann. Yo, Verox, auch Dankeschön für die 6 Monate, Mann. Dankeschön. Dankeschön für das halbe Jahr. Vielen, vielen Dank, Bro. Alter. Insane. Warte, was? Vasili ist gebannt? Ja, ja. Darf man Nasdaq-Money looten, Chat? Kommst du links oder rechts? Oh my God. Was passiert jetzt hier? Wir haben einen Spieler da hinten in der Ecke. Wir haben einen Spieler links Richtung Office. I believe. Könnte allerdings auch die gleiche Person sein. I don't know. Money und Max darfst du haben. Das ist actually good to know. Aber keine Lust nachzustacken.
Normalo Steps könnte. Ach! Ist das der kleine Splinty? Ah ne, fuck, ich hätte Nico sagen müssen. Hallo? Bitte was? Meine Shift hast du nicht getroffen. Achso. Hast du Caps gedrückt oder was? Den Pony gemacht, weißt du? Okay. Böse gemacht, Splinty. Er wird über mir spielen. Was ist, wenn ich ihn jetzt nicht über mir spielen lasse? Draußen. Hast du den gleichen Move? Ja. Tust du. Wir sind einfach 10 Sekunden ineinander gerannt. Okay, danke. Nicht mehr. Scheiße. Fuck. Oh, fuck. Scheiße, ey. Ach, nee. Was muss ich nochmal machen? Looking for group, so. Oh, schön. Das war grandios. Aber schön, dass ich Splinty lesen konnte, Mann. Er hatte es richtig im Blut. Da merkst du halt einfach, dass, dass man weiß halt einfach, wie die andere Person tickt, Mann. Das ist schön. Das Beste zu dem Turniertag will ich sehen. Freue mich schon drauf, ja. Richtig wild. Bist du einfach gelieft? Ja, Katinka hat gesagt, ich soll raus. Twitter? Ja, wenn ich jetzt Twitter öffne, dann unangenehm. Oh, schön. Oh, grandios. Absolut grandios, Chat. Das ist die vorletzte Runde, okay? Er öffnet Twitter nie, aber wenn ich nochmal früh sterbe, dann auf jeden Fall. Vorletzte, ich dachte, das wäre jetzt die letzte. Ich dachte, das hier wäre jetzt die letzte. Gut, dass du zählen kannst mal. Ich nicht. Okay. So fucking lustig, Mann. Aber das ist halt das Ding, ne? Splinty willst halt einfach nicht umbringen in einem Turnier. Du willst halt einfach mit dem kuscheln. Willst halt umarmen. Den will man halt einfach umarmen, den Dude.
Du kannst es auch gerne als deine letzte Runde zählen. Dann habe ich Feierabend, ja. Aber Splinty schickt mir die DM bei Discord. Was schreibt er? Bester Fight gegen dich. Oh, schön. Morgen auch Turnier, yes. Morgen ist der zweite Qualitag hiervon. Im Finale ist nächste Woche. Sonntag, glaube ich. Manchmal muss man halt ein bisschen aggressiver reinpushen, wenn man den Spawn hat. Direkt unter Druck setzen. Step. Bro, dieser Teleport von ihm, Mann. Tagila nutzt Blink, es war sehr effektiv. What the fuck? Wie halt einfach teleportiert und mich hops nimmt. Fuck. Richtig gut. Oh Gott. Scheiße. Wilder Shit. Oh, schön. Der wollte auch kuscheln, der wurde letzte Runde ausgeschossen. Ja, ist halt wirklich so. Aber das Gute ist, wir geben jetzt schon mal einen Punkt weniger ab an den Spieler, die in der Runde sind. Weil Tagi uns gekillt hat. Einen Spieler haben wir gekillt, geht auf unser Konto und wir geben einen Punkt weniger ab. So. Und du wolltest auf Twitter, yes. Das machen wir jetzt. So. Twitter. Krass, wie manche mit langzeitigen Supportern umgehen, nur weil sie nicht Single sind. Wow! Wow! Verdient. Zack. Einfach nur verdient. Gut, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie was Interessanteres, was er gepostet hätte. Aber es war halt einfach nur ein Screenshot. Von seinem, ja, dass er halt gebannt wurde im Chat. Achso, wollen wir nochmal gucken?
Und Squee. Splinti. Oben. Es wird richtig ernst gerade, merkt ihr das? Es wird ernst. Es wird richtig die ernst. Die vorletzte. Jetzt kristallisiert sich halt schon so langsam. Los! Raus. Splinti, mach ihn weg! Wer ins Finale einziehen wird. Aber ich glaube, um Platz 3 ist noch gut offen. Und wann wird der Wipe-Checker kommen? Lukas, das weiß niemand. Also generell sagt man immer, wir haben 2 Wipes in Tarkov. Oh ja. Und das ist einmal der Winter-Wipe und einmal im Sommer. Gibt's eine Wipe. Aber ansonsten, ein genaues Datum, genauen Monat oder sonst irgendwas weiß niemand. Das weiß nur Battleset Games. Da muss ich dich enttäuschen. Aber das weißt du nie. Auf der anderen Seite. In Tarkov wird ein Wipe immer erst circa so 48 Stunden vorher zu 100% fest announced. Der wird irgendwo da hinten warten auf mich. Gegen den Scav. Vielleicht hört Splinti das. Die Uhrzeit ist noch nicht eingeblendet. Tagi ist halt hinter Stabili her jetzt, ne? Das war aber keine Flash von Splinti, oder? Das war eine vom Scav. Muss hier ganz schnell weg. Und Vasili geht jetzt so langsam in die Richtung von Splinti. Und bleibt wieder stehen. Ach, die Flash von Tagila, ja klar. Getwistet. Splinti nur noch da oben, ne? Er hat nicht gesehen von wem, glaube ich. Irgendwo da oben auf jeden Fall. Und wieder muss ich jagen. Scheiße. Das wird interessant. Die Uhrzeit ist noch nicht eingeblendet. Kleines Sniper. Fängt sich hier instant eine. Das ist wichtig. Wurde getankt. Wichtiger Poke. Vasili. Ein wichtiger Poke vom wunderbaren Herrn Splinti. Nächster Header könnte ihn dann, könnte Stabili dann direkt schon killen. Vasili versteht viel von dem, was die Scavs labern, ja. Natürlich wird er nicht laufen, der hat die bessere Position. Das ist das einzig Kluge, was er machen kann, dort zu bleiben, aber ein bisschen Trash-Talk muss man, weißt du? Das nächste Sniper-Duell jetzt hier im Office-Flur. Mal weniger labern, Junge. Laber weniger. Du mal ein bisschen mehr laufen. Vasili macht ja so die Mindgames so ein bisschen, ne? Schon sehr provokant unterwegs. Führt bis jetzt zum Erfolg. Schön. Nächster Header gefressen, Alter. Huge. Noch ein Shot hinterher und dann wäre Feierabend gewesen. Splinti jetzt gute Position. Wild, dass er ihn nochmal tankt, Mann. Geht er da ran. Durchs Badezimmer. Greenstim. Pre-Greenstim. Sowas sieht man halt echt giga selten. Warten. Wir sind jetzt bei Vasili, ne? Vasili wartet einfach. Ich hab nicht gedacht, dass du mit Laufen weglaufen meinst. 8 Minuten 30. Auch von mir aus können sie jetzt auch beide verbrennen, habe ich kein Problem mit. Ist dann, glaube ich, kein Struggle für. Das sind die Mindgames. Für meine Punkte wahrscheinlich. Schön, Splinti, Alter, böse. Wild. Wild, 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 wild. Nice. Lobby? Hey, was für Lobby? Hallo, hier sind doch noch nicht mal. Sind noch nicht mal alle da. Jetzt sind sie alle da. Letzte Runde, Ladies and Gents. Richtig? Wait, mal, richtige letzte Runde, oder? Hilfe.
letzte Runde. Nice, das ist die letzte Runde, Chat. Nice. Du. Gib alles, ja, safe. Safe. Alter Mutzel, du Legende, Mann. Letzte Runde für dich, sagst du? Alles klar. Ich zieh durch, Maschine. Ich zieh durch. Mutzel, Mann, vielen, vielen Dank für fucking 10 Gifte zur Maschine, Mann. Wirklich, vielen, vielen Dank. Heute auch einfach schon fucking 30 Gifte, Mann. Wild. Wild, 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 Mann, ey. Was ihr heute Abend wieder abzieht, Mann, ist crazy. Dankeschön, Mann. Ba-ba-da-da-da. So, maybe nochmal Glasgang spawnen. Das wäre huge direkt zum Anfang. Nacken, Alter. Nacken. Hat echt ein bisschen gezwirbelt, als ich gerade eben nach Vasilis Skill geguckt habe, Mann. Hat mir echt im Nacken da was gezogen, Mann. Ich mag nicht mehr im Sandwich sein, Mann. Hello! Housekeepings! Ich will im Sandwich sein, Mann. Ist doch gar kein Sandwich. Oh, save, das ist ein Sandwich. Oh, doch, ja, das wird zum Sandwich. Ich bin auch eben im Sandwich gestorben, das ist keine Schande. Was für ein Sandwich bist du denn? Ganz süß. Wir machen jetzt die Strats. So spielt man Tarkov, oder Chat? Ach ne, Laser hier hinpacken, dann kann man einfach so mit rausziehen, wenn sie reinkommen. Aber so spielt man Tarkov, richtig? Los. Ja, okay. So viel zum Thema Geduld. Hallo? Ist noch jemand da? Dass ich diese Fights gewinne, Mann, diese Repeaks. Eigentlich unverschämt. Haben die da ein Foto? Ich will noch einen Messern. Kriegen wir noch einen Knife Kill hin, Chat? Was sagt ihr? Wollen wir versuchen, noch jemanden zu messern?
Ich muss irgendjemand damit gerade hart auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, wem ich damit auf den Sack gehe, aber ich weiß, ich gehe damit irgendjemandem gerade richtig auf den Sack. Au! Man kann da durchbringen? What the fuck? Nee, ich bin noch nicht stuck. Hallo. Hallo? Sie haben gewonnen. Okay. Du darfst leben. Dankeschön. Bro, ich war stuck. Als ob ich stuck war, Bruder. Und der gewinnt so noch. Na, es ist halt wirklich der übelste. Es ist halt der übelste Off-Angle, Mann. Also, dass man das nicht checkt. Ich wäre auch krepiert, wenn ich Generics gewesen wäre. Oh, 1 Million%. Ich wäre so safe gestorben. Generics. Kurz mal hier den Parcoursmeister rausgeholt. Generics runter. Die sind nur noch eine Wand voneinander entfernt. Und er heilt sich einfach. Der kommt da nicht raus. Bleibt unten stuck. Und. Dead. Ich bin stuck! Hilfe! Das gibt's doch gar nicht! Hallo? Hammerkrass und kann sich in der letzten Runde noch die 2 Boden. Tommy, das ist toxic, Alter! Parcoursmeister! Bro, das ist toxic. Das ist toxic. Mega krass. Was für eine geile Show. Oh Mann, ey. Wild. Wilder Scheiß. Crazy, Mann. Aber man hat's aus Generics' Point of View auch nicht gesehen, dass ich da unten gehangen habe, Mann. Weil halt seine Waffe, glaube ich, auch voll im Weg war.
Boah, da dachte ich ganz kurz, dass er reinfällt. Ganz kurz. Vor allem, ich hab nicht gecheckt, dass der hier oben drauf war, Mann. Das ist das ganz, ganz Wilde halt. Ich hab neu gecheckt, dass der da oben drauf war. Mein Auge auf Generics, der gar nicht checkt, dass du Twisted TV da unten ist. Mal gucken, was Generics da macht. Geht da jetzt durch und er sieht ihn. Ja, das siehst du halt nicht. Im letzten Moment sieht er ihn da unten. Das siehst du halt nicht. What the fuck, Wild. Ganz kurz. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Hallo? Sie haben gewonnen. Okay, du darfst leben. Ah, so unlucky, Mann. Hammer. Leute. GG's. Das war das King of Factory mit Tag. Entschuldige dich gleich, aber eben mache ich auch. Mache ich auch. Ich schreibe ihm jetzt auch direkt an. Das war wirklich so. Macht mal ein bisschen Lärm. Pizza Crew, wo seid ihr? Hammer krass. Wir warten jetzt noch auf die Tabelle, auf die Endwertung. Mega krass. Vasili, wieso bist du bei mir beobachtet? Aber dennoch ekelhaft, ja, 100%. Vasili, warum bist du bei mir beobachtet? Warum bist du bei mir auf Beobachten? Keine Ahnung. Sorry. Moment, wo ist der Willi? Wo ist der Willi? Erstmal slash unban. Ich glaube, jetzt ist alles wieder an. Alles klar. So. So, wir warten. Oh, jetzt erstmal wieder richtig, so wie es sein soll. Punkte. Mega krass. Was für ein mega geiler Abend. Von der Zeit her auch gut kalkuliert, denke ich. Oh, schön. Vor allem so. Mit den ganzen. Wild. Die zwei Tage hat er verdient. Ach, Quatsch. Beziehungsweise. Wild. Wild. Mit den Problemen, die wir hatten. Oh, wo ist der hier? Regie, gerne. Moment mal eben, jetzt kurz. Moment mal eben. Achso, warte. Lass erst mal gucken, hat er. Das geht bei ihm gerade ab. Achso, wait. Hi. Hast du jetzt gerade meinen Stream auf und ich habe deinen Stream auf und jetzt. Wait. Ist das so? Ja, also ich habe deinen Stream aufgemacht und du hast. Ich habe deinen Stream aufgemacht. Hey, du hast mich ja immer noch gebannt, du Pimmel. Hallo? Hallo? Ich wollte eigentlich gerade was sagen. So. Ja, okay. Sagen, oh, Nico hat mich entbannt. Deswegen bleibt er bei uns trotzdem gebannt. Wow! Bruder, ich gehe mal direkt mal eben kurz nochmal in den Keller zum Niveau, wo auch dein Skill ist, ne? Also, oh, Moment. Wow. Oh, so. Wow. So. Weißt du, ich habe wenigstens wieder Karma-Punkte gesammelt mit der Schaufel. Im Gegensatz zu ihnen. Mit der Schaufel? Ja, ich hätte dich erschießen können, hab die Schaufel rausgenommen. Achso, ja, fair enough. Ja, ja. Hm. Ihr habt dir getrustet, stimmt. Das war. Aber dir kann man halt nur vertrauen, Mann. Hast du mal dein Gesicht gesehen? Wie kann man dir nicht vertrauen? Und dann debatest du mich so und machst einen auf Autofeuer, Alter. Ich hab mir tatsächlich bis zu dem Moment, wo du dann gesagt hast, du bist doch gar nicht Single, hab ich mir gedacht, soll ich nicht? Aber als du es gesagt hast, dachte ich, perfekte Vorlage. Danke, ja, Mann. Ja, bei dem beschissenen Joke, ganz ehrlich. Ist trotzdem oh, starke Pimmel. Leistung, Mann. Starke Leistung. G-fucking-G, Mann. Das war wild. Das war wild. Ich hab bei der MP9 schon gesagt gehabt, oh. Wenn Nico jetzt Full-Auto-Waffe in der Hand hat, dann wird es sehr kritisch. Meinst du? Ach Quatsch, nee, keine Ahnung. Ich hab mich bei der MP9, habe ich mich halt wirklich hart, also, keine Ahnung, ich habe mich unsicher gefühlt, was die MP9 anging. Keine Ahnung, ich hatte einfach das Gefühl, also ich bin dann halt einfach nur gedacht, so fuck it, einfach genussschalten und Hipfire und rein. Mhm. So, und das, ja, hat dann irgendwie funktioniert. Ich glaube, das ist auch die beste Sache, die man machen kann damit. Ja. Dadurch, dass man doch relativ schnell durch den Kopf durchkommt mit PSC, ne? Dann könntest du dich groß machen? Ich guck mich gerade selber an, das ist ein bisschen unangenehm. Soll ich mich groß machen? Ja, mach dich mal groß. Ich hab. Lass mich dich angucken. Ich hab dich trotzdem hier noch, weißt du? Guck mal hier. Das ist Nico. Falls ihn jemand noch nicht kennt, das ist der Nico. Achso, du zeigst jetzt den. Gell? Okay, du zeigst jetzt den T-Rex, ja. Okay. Oder, the fuck, was hab ich denn für ein Delay? Krass.
Das ist, dass du halt einen T-Rex nach mir benannt hast, ist halt wild. Ist doch süß, wait, es oder? Gibt das Ergebnis. What the fuck? Oh shit. Es gibt das Ergebnis. Du weißt es noch nicht? Nee. Scheiß drauf, Digga. Hättest du mich bloß nicht so oft gekillt, Nico. Dreimal King of Factory und 24 Punkte. Das tut mir leid. Warte, was mute. Der 1. Ich habe gesagt, wild. Ein schlafender Riese wurde geweckt. Two Twisted TV wurde zum Super Saiyajin. Super Saiyajin. Wild. Fünfmal. I'll take it. Letzter Überlebender King of Factory und insgesamt 32 Punkte. GG's. GG hier an alle, die dabei waren. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Wild. Mega 32 Kills. Punkte, Mann. Mega not bad. Krasses Kills. I'll take it. Mega geile Kills. Vielen, I'll take vielen it, Mann. G fucking G. Schön. Kommt gerne in den Discord, dann quatschen wir noch mal ein bisschen. Quatschen wir bei Square einfach weiter, wa? 100 Bits. Yes, danke yes. für die ganzen Follows, und danke für den ganzen insane Support auch hier bei mir während des... Jo, jetzt aber mal Real Talk, Chat. Wirklich vielen Dank für den, ultra, ultra geilen Support heute. Jetzt auch die ganze Zeit im Stream, Mann. Wirklich vielen, vielen Dank. Das war... Euch die ganze Zeit im Chat mit dabei zu haben und einfach den Chat durchrattern zu haben, Mann, ey, wirklich, vielen, vielen Dank, dass ihr da so hinter mir gestanden habt, das hat wirklich unglaublich gut getan, Mann, Dankeschön, Homies, vielen, vielen Dank und auch wirklich mal vielen, vielen Dank für den ganzen Support, auch auf der finanziellen Seite, der heute reingekommen ist, Mann, wirklich, Dankeschön, Homies, danke, danke, danke. Ich freue mich aufs Finale, Mann, und dann gucken wir, ob wir 33 Punkte hinkriegen. Fuck it, lass 40 Punkte machen, so. Let's try it. Schön, Mann. Schön, schön, schön. Flash Panda und Akura auch. Dankeschön für die Follows, Mann. Willkommen im Stream. Willkommen, Freunde. Crazy. Crazy. Dankeschön, Mann. Sehr, sehr geil. Ein Finale nächste Woche Sonntag, Freunde. Packt's in euren Kalender. Eryx mich noch überholt, weil wir LAN haben. Nächste Woche. Eryx. Sui. Hey. Hallo. Hallo. Andere Nico. Hallo, kleiner Nico. Muss ich aber sagen, so, ne? Nee. Also so als allererstes, bevor ich hier GG sage. Die Aktion mit dem Feuermodus. Hm. Ja. War schon brutal. brutal gut, oder? Glaub, also, damit hat auf jeden Fall keiner gerechnet, glaube ich. Ich meine, im Endeffekt, Nico sagt noch so, hey, ich dachte, du bist nicht Single. Und dann, ja. Ne? Boah, das war krass. Also, das war krass. Ich glaube, alle waren einfach schockiert. Naja, das war auch mein Ziel dahinter. Ich habe noch nie so schnell einen Menschen in meinem Chat gebannt. Ohne Scheiß. Aber dickes GG war wirklich insane. GG's, Mann. Insane. Dürfen wir an der Stelle kurz sagen, dass zwischen mir und Nico gerne so ein Spaß darf sein darf, aber wenn Squee das wäre, ich hätte ihn immer verarscht. Wow. Toxic. Ja, schade. Wild. Wenn du an meinem Chat nicht mehr teilnehmen möchtest. Wir haben ja sowieso geteilte Bannlisten, wir drei, oder? Ich glaube, ja. Ja, nicht nur wir drei. Also ich glaube, du bist halt von uns beiden, von uns dreien weg. Quasi. Ja, das macht ja, ich habe ihn ja wieder entbannt, also von daher. Imagine einfach so in Twitch Deutschland nicht mehr im Chat teilnehmen, das ist schon, schon scheiße. Weißt du, die Sache ist, vielleicht könnt ihr mich hier ausschließen, aber in Real Life nehme ich euch alle in Schwitzkasten und dann wird durchgerieben die Birne. Real Life. Das war sich aber ziemlich bücken bei mir. Splitte jemand, nimm ein Leiterchen mit. Nico hat es mir vorgemacht, wie man sie gut bücken kann. Hä? Ach so, um deinen Skill zu finden. Stimmt, ja, da war was. Ja. Okay, so Leute, jetzt beruhigen wir uns hier mal ganz kurz wieder. Nicht, dass die Leute noch ernst nehmen. Stimmt, ja, stimmt, stimmt. GG's zum Einzug ins Finale. Ja, ihr wisst ja so, wie auch manche Menschen im Internet sind, ne? Die, weiß ich nicht, vielleicht seid ihr jetzt schon Thema irgendwo auf Reddit oder sowas. Maybe. Ich habe Twitter-Post schon gemacht. Ja. Ich habe geantwortet. Okay, ich hab kein Twitter. Hört jetzt auf, hört jetzt auf. Okay. Habt euch wieder lieb. Also, bis zum Finale, dann könnt ihr euch ruhig weiter beefen. Dann und, ist wieder für Content, okay, alles klar. Und Mittwoch.
Also mit, wegen Mitte der Woche, um schon mal wieder dann Gemüter anzuheizen, ne, und am Finale könnte dann wieder Gas geben. Ich habe eine Frage. Ja. Machst du ein Video daraus? Woraus? Aus diesem Qualitag? Ja, sicher. Oh, scheiße. Ich sehe den Titel schon vor mir. Diese zwei Streamer streiten sich mitten im Turnier. Ja, und ich blende dann irgendwie was mit so Hurenso oder sowas ein. So, weißt du, nein, so muss mein... Obwohl es keiner gesagt hat, scheißegal, einfach Thumbnail. Egal. So. wie fandet ihr das Format und die Waffen und so? Die Waffen waren scheiße. Aber also so an sich, also ich meine damit jetzt, ja gut, die Waffen sind dahin, das war das Glücksrad. Ist ja Sinn der Sache auch, ne? Ausgelost, aber jetzt so von den Magazinen, Größen und Munition, also eigentlich ist das selten jemand gewesen, ich glaube 2-3 Mal oder so, der dann gar keine Munition mehr hatte. Wir haben sogar einen Melee-Kill haben wir gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. War das nicht einer von Generics. Ah, ja. Nico hat mich gekillt mit der Schaufel. Mhm. Ja, dann sogar zwei. Ihr beide die Schaufel in der Hand. Hm. Bei Generics hatte die so, also gegen Pistole quasi. Ey, ich muss sagen, ich auch BVB getötet mit der Schaufel? Nee, also mich gekillt dann. Weiß es nicht. Ah, stimmt. Ja, du bist Generics gerannt die ganze Zeit. So vom Loadout und so, seid ruhig ehrlich. Ich fand's. Ja, mach. Ich fand's absolut geil. Es macht viel mehr Spaß, Turniere zu spielen, wo wir alle so Troll-Sachen spielen müssen, weil es im Endeffekt halt auch spannend bleibt. So, keine Ahnung, du könntest Nico halt in so eine eigene Liga reinstecken, dass er auch gegen Tryhards spielt. Aber ansonsten macht das richtig Spaß. Oh, das hast du! What the fuck? Ich find's nice. Ich hätte, ganz ehrlich, ich habe gerade die SA-Runden, die haben mich nochmal so ein bisschen an das Mosin-Turnier zurückerinnert. Und ich muss sagen, ja, also, keine Ahnung, ich merke halt auch generell immer, wenn ich Community-PvP mache oder so, MP18 und Bolt-Action sind einfach das, was am meisten Spaß macht. Und dann lernst du halt, also dann fängst du halt wirklich an zu schwitzen mit Movement, mit allem drum und dran. Ja. Und deswegen, also ganz ehrlich, ich würde mir nochmal so ein Bolti-Turnier wirklich wünschen in dem Bereich, weil das hat mich auch gerade mit der SA nochmal so ein bisschen in diese Richtung geworfen, von The Memories her und so, actually, basically, yes. Okay. Das stimmt, ja. Ich finde, die Dynamik hat sich nach dem Switch von der SA auf die MP9 schon extrem geändert gehabt, weil, naja, die Fights dauern halt deutlich länger, wenn du Waffen hast, wo du einen Schuss hast und dann, ja, bist halt im Arsch, ne? Deswegen. Hm. Wie meinst du das? Ich finde besser, wenn wir so Single-Tap-Waffen spielen müssen oder halt Bolt-Actions, weil so ist deutlich mehr Spannung für uns da. Und da müssen wir, wie Nico sagt, auch richtig tryharden. Da kann man mit Movement und sowas machen. Bei der MP9 ist zum Beispiel, einer geht in Deckung, solange der andere schießt. Und dann muss der nachladen, dann pusht einfach der andere, also der nicht geschossen hat, hinterher. Und dann ist vorbei, so der Fight. Mhm. Auch obwohl die Muni so schlecht war? Ja. Und nur 20er Max war? Ja, ja, ja. Also ist ja was, eine Feuerrate von 1100 oder sonst irgendwas? Ja, okay, also das ist die zweite Kugel folgt halt instant. Das hat mich halt so ein bisschen daran erinnert, was sie meinte das ja gerade, ne, mit dem Reload-Push, Reload-Push, Reload-Push. Wenn du das mit einer Bolt-Action hast, hast du diesen Gameplay, dieses Hin und Her, wirklich im Sekundentakt. Und das wird halt dann richtig, richtig wild. Okay, ja, fühle ich. Ja, muss ich mal gucken, wie wir das... Also so ein Mosin-Ding oder Bolt-Action-Ding. Keine Ahnung, also das Ding ist halt public, kannst du halt vergessen, ne? Mhm. Durch die Economy und so. Aber gut, wir haben ja andere Möglichkeiten. Generell, so oder so, das hat Spaß gemacht heute. War cool. Ja. War wirklich cool. Das ist schön. Also ich glaube, so von meiner Seite aus, es war halt insane. Also wirklich jede Runde war einfach mega krass. Mhm. Also was da teilweise, keine Ahnung, wie da umlaufen wurde, was da abging zwischen den Einzelnen, manchmal übelst schnell, manchmal übelst langsam. Also es war schon sehr, sehr geil, muss ich echt sagen. Keine Ahnung, dass dieses Actionreiche ist, ist halt in meinen Augen halt einfach. Da ist halt einfach eine ganz andere Dynamik dahinter. Vor allem, wenn alle dasselbe Gear spielen, dann halt auch, ne? Ja. Aber nice, gut. Ich habe eine Frage. Ja. Hast du schon mal bedacht, dass wenn du die Sieger immer holst zum Interview, dass die dir viel mehr Positives sagen, als die Leute, die sozusagen nicht weiterkommen? Vielleicht wäre es auch interessant, wenn du nach dem Turnier
die von unten die ersten drei holst und dich richtig wegfronten lässt hier. Mhm. Naja, können wir eigentlich auch mal machen, ne? Also im Finale, wenn ich letzter werde, hol mich hier bitte. Erhol mich lieber nicht rein, zur Sicherheit. Ja, keine Ahnung, man macht ja so, die jetzt Finale einziehen, I don't know, ich habe darüber nie nachgedacht. So, das ist nein, so, nein, das war nur ein Joke. Nee, man spricht halt so. Ja, Digga, die anderen haben es ja jetzt auch eigentlich nicht so verdient, ne? Also, ja, scheiß auf die Mann. Nein. Wow. Nur Stefan nicht, nur Stefan nicht. So, Generics. Und der hat mich richtig auseinandergenommen mehrmals. Nein, ist nur Spaß. Ja gut, Boys, dann würde ich sagen, wir sehen uns Sonntag, oder? Ist Sonntag, nicht Samstag. Gut. Sonntag? Okay. Bist du für Sonntag? Ja. Ja? Yeah? Dann muss ich mal im Kalender gucken, ob ich Zeit habe. Nee, du Nico, du hast gar keine Zeit, verpiss dich einfach. Oh Gott, ich bin hyped, Mann, ich freue mich. Ich meine, ihr kennt den Preis, ne? Ist nicht, mir ist das egal. Mir ist das egal. Du, eine Frage, bevor wir jetzt gehen. Ja, komm, eine Frage ausnahmsweise. Okay. Weil du hast noch keine gestellt, dann komm. Danke. Kannst du für nächstes Turnier dann so Beleuchtung für den Hintergrund dann machen? Weil dann für den Umzug, du weißt, jetzt habe ich Tisch, dann kommt noch Grafikkarte und dann... Ja. Ich bräuchte Beleuchtung noch, das wäre auch noch wichtig. In Zukunft das einfach mit dir absprechen, welche Preise wir nehmen, oder? Sehr gut, perfekt, danke. Perfekt, das, was du brauchst, keine Ahnung, wenn... Frag einfach deine Frau, vielleicht wollt ihr auch eine neue Küche haben oder so. Vorrat Toilettenpapier, das wäre auch nicht schlecht. Ah, Toilettenpapier, Jahresvorrat, ja. Gewinner, wir haben schon eine neue Spülmaschine. Ich habe kein Problem. Toilettenpapier weiß ich nicht, ob ich da... I don't know, da ist manchmal Mangel. Ich mache auch ein Video. Mein Gaming Room, sponsored by Scooey. Ja, nice. Machen wir so. Okay, Spaß beiseite. Hat Spaß gemacht. Dankeschön für die Einladung wieder. Prost, Leute. Hab Bock gemacht. GGs, Mann, wirklich. GGs an alle. GGs. Ciao. Bis deine Antenne. Bis deine.